Guten Morgen, liebe Brüder und liebe Schwestern. Schön, dass ihr da seid. Auch ihrjenigen, die ihr online zugeschaltet seid, lasst uns beten. Ja, Jesus, danke für deine Gegenwart an diesem Ort. Danke für deine Gegenwart in uns und in unserem Leben. Danke, dass du in uns Wohnung genommen hast. Ja, du, der Schöpfer von Himmel und Erde, hast in uns Wohnung genommen durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir loben dich dafür, wir preisen dich dafür, dass wir das im Glauben annehmen dürfen und immer mehr erkennen dürfen. Danke, dass wir ja Tempel des Heiligen Geistes sind, Herr, welches Privileg. Wir wollen dich heute Morgen ja verehren, Herr. Wir wollen dich erheben, Herr. Wir wollen dir alle Ehre geben, Herr. Dir gebührt die Ehre, Herr. Nicht uns, sondern dir, Herr. Ja, wir sind dir wichtig, aber die Ehre gebührt dir. Und so bitte ich dich, Jesus, führe du jetzt dieses Wort durch deinen Heiligen Geist und rücke du ins Zentrum, damit wir dein Wort wirklich auch verstehen, Herr, dass wir es empfangen, Herr. Und dass es in uns Veränderungen bewirkt, Herr, die uns dir ähnlicher werden lässt und zu deiner Ehre ist. In deinem Namen. Amen. Ja, ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im Lukas-Evangelium. Und genau, Lukas-Evangelium, und zwar Kapitel 7. Ich werde einige Verse lesen. Und zwar beginnend mit Vers 36, also Lukas 7, Vers 36. Da lesen wir. Es bat ihn, und damit ist Jesus gemeint, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch. Und sieh, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sagte er sich, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Weil sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Sage doch, welcher von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Vers 44. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die, mit ihm zu Tisch saßen, an, bei sich zu sagen, wer ist der, der sogar die Sünden vergibt? Vers 50. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Halleluja. Und ich habe dieses kleine Wort heute Morgen mal überschrieben mit Jesus, oder die Liebe von Jesus. Jesu Liebe bringt Wiederherstellung. Und das sehen wir in dieser Geschichte ganz, ganz deutlich. Und das ist natürlich nur exemplarisch für einige andere Begebenheiten, von denen wir in der Bibel lesen, aber es ist sehr wertvoll, sich diese Begebenheit anzusehen. Und ich will zwei so Abschnitte jetzt aus diesem etwas längeren Abschnitt, den ich gelesen habe, dann ein bisschen genauer noch mit euch anschauen. Aber bevor ich das tue, kurz ein bisschen was als Hintergrundinformation. Damals war es so, ich habe es selbst jetzt gelesen erst, ich wusste das nicht, wenn ein Lehrer oder ein Rabbi als Gast irgendwohin eingeladen wurde, dann konnte man auch als sozusagen als Außenstehender, durfte man dazukommen und durfte der Unterhaltung des Lehrers mit seinen Gästen oder mit denjenigen, die ihn eingeladen hatten, zuhören. Also das war nicht ungewöhnlich, das gab es damals und das wusste diese Frau natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas Besonderes gewesen, dass diese Frau sich entschieden hatte, in dieses Haus hineinzugehen. Und lasst uns nochmal Verse 37 und 38 gerade lesen. Und sie, eine Frau, war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl.
Also als diese Frau in das Haus reingekommen ist, die war Jesus gegenüber nicht gleichgültig. Ja? Die war ihm gegenüber nicht neutral eingestellt. Sondern so wie sie ihm gegenüber sich verhält, kommt ganz viel Herz zum Ausdruck. Es kommt ganz viel Zuwendung zum Ausdruck. Es kommt ganz viel Hingabe zum Ausdruck. Und es war für diese Frau nicht so einfach, in dieses Haus zu kommen. Ja, grundsätzlich war es erlaubt, zu kommen und einer solchen Unterhaltung zuzuhören. Aber sie war, wie die Bibel sagt, eine Sünderin. Oder im Englischen, wenn man das übersetzt, heißt es eine Frau, die ein sündenreiches Leben führte. Was auch immer das im Detail heißt. Und das war bekannt. Also man konnte davon ausgehen, dass, das lesen wir sogar, der Pharisäer, der wusste, wer diese Frau ist. Die war bekannt. Und er hat gleich gesehen, wer das ist. Und er selbst hätte sie wahrscheinlich nicht aktiv eingeladen. Ja? Für einen Pharisäer, für jemanden wie ihn, der sich wahrscheinlich als sehr gerecht angesehen hat, war es ein Unding, mit einer solchen Frau überhaupt Kontakt zu haben. Und deswegen geht er natürlich auch davon aus, dass Jesus auch den Kontakt zu dieser Frau meiden wird. Und die Frau wusste, dass sie auf Ablehnung stoßen wird, wenn sie kommt. Sie wusste, dass die Leute sie angucken werden und komisch angucken werden und tuscheln werden. Und sie ist trotzdem gekommen. Also allein das macht schon deutlich, sie kam nicht irgendwie aus einem rein sachlichen Interesse, sondern da war etwas schon in ihr geschehen, was das Verlangen in ihr einfach so stark hat sein lassen, in die Nähe von Jesus zu kommen, dass sie, obwohl sie wusste, dass sie auf Ablehnung stoßen wird, es trotzdem gemacht hat. Und das finde ich ganz, ganz erstaunlich und ganz stark. Und das zeigt uns auch, dass in dieser Frau schon etwas passiert war, bevor sie überhaupt in dieses Haus gekommen ist. Sie muss also von Jesus schon gehört haben, irgendwo, von irgendwem. Vielleicht hat sie selber gesehen, wie Jesus Menschen berührt und geheilt hat. Vielleicht hat sie es aus Erzählungen von anderen gehört. Aber sie hatte von Jesus schon gehört. Und sie muss eine gewisse Idee davon gehabt haben, wie Jesus mit Menschen umgeht. Dass er Menschen in Liebe begegnet und mit einer Wertschätzung begegnet und mit offenen Armen begegnet. Das muss sie bereits verstanden haben. Ansonsten hätte sie vermutlich nicht den Mut gefunden, in dieses Haus zu gehen, bei all der Ablehnung, die man ihr entgegenbringen würde. Und das zeigt mir, dass sie schon etwas über den Dienst von Jesus, was ganz Fundamentales, verstanden hatte. Offensichtlich mehr als dieser Pharisäer. Ja? Das ist ganz erstaunlich. Und ich glaube, sie wusste, dass Jesus sie nicht rausschicken wird. Ja, wir lesen das also gerade auch in Johannes 6, 37. Wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen oder den wird er nicht ablehnen oder zurückweisen. Jesus empfängt jeden mit offenen Armen. Und das hat die Frau schon verstanden gehabt. Und das finde ich so erstaunlich. Sie hat wahrscheinlich selbst diesen persönlichen Kontakt mit ihm bisher noch gar nicht gehabt. Ja? Aber das, was sie gehört oder das, was sie gesehen hatte, da hat sie was im Glauben bereits ergriffen und hat gesagt, okay, ich glaube, das gilt auch für mich. Das ist vielleicht meine einzige Chance, die ich habe, um aus diesem Leben, das ich führe, rauszukommen. Und deswegen glaube ich, die Art und Weise, wie sie Jesus begegnet und unter welchen Umständen sie in dieses Haus kommt, macht deutlich, dass sie auf diesen Weg der Wiederherstellung eigentlich schon, dass sie den schon begonnen hatte. Ja. Dass sie nicht erst in dem Moment, als sie in dieses Haus reinkommt, dass diese Wiederherstellung in ihrem Leben anfängt, sondern weil sie bereits im Glauben vorher was ergriffen hatte, was sie bewegt, dann auch in dieses Haus zu kommen. Deswegen war diese Wiederherstellung in ihr schon losgegangen. Und jetzt gehen wir mal weiter, nochmal in Vers 44. Da lesen wir, und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, also dem Pharisäer, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Und ne, ganz, ganz kurz, wir lesen das ja an einer anderen Stelle, Johannes 13, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Damals, die Straßen waren nicht so wie heute. Ja? Die Straßen waren schmutzig. Die waren richtig schmutzig und dreckig. Und es war üblich, dass die Füße gewaschen werden, wenn man irgendwo reinkommt. Und also, warum auch der Pharisäer das bei Jesus nicht gemacht hatte, aber wir können uns sicher sein, dass die Füße, denen sich diese Frau zuwendet, nicht die saubersten gewesen sind. Ja, einfach, ne, weil auch Jesus auf diesen Straßen als Mensch unterwegs war. Also wir lesen, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Vers 45, du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Und ich finde es so erstaunlich, was Jesus hier tut. Ganz offensichtlich, er klagt sie ja nicht an, ja, mit Blick auf all das, was sie falsch gemacht hatte. Das wusste die ganze Stadt, das wusste sie selbst am allerbesten. Und die Art und Weise, wie sie sich Jesus zuwendet, ist auch keine Reaktion einer Frau, die sagt, das ist schon okay, wie ich mich verhalte. Die wusste,
was sie für ein Leben führt. Und dieses, und wie sie sich Jesus da am Anfang zuwendet, das ist auch ein Akt der Unterordnung. Das ist ein Akt der Hingabe an ihn. Also die, sie wusste, was sie für ein Leben führt. Und ich glaube, Jesus wusste einfach, diese Frau hat schon was, die hat schon ganz fundamental was verstanden. Die weiß, dass sie dieses Leben nicht weiter so führen sollte. Und er klagt sie nicht an. Und was er macht, aber macht, ist, er bleibt nicht neutral. Nein, so wie er sich jetzt, wie er über sie spricht und gleichzeitig dabei eben auch Simon adressiert, ehrt er sie sogar. Er ehrt sie und er bringt ihr Wertschätzung entgegen. Er erhebt sie im Grunde empor. Ja? Er lobt sie für ihr Verhalten ihm gegenüber. Und er macht das, während Simon, der Pharisäer und seine Gäste mitten im Raum sind. Das heißt, er tut das sogar öffentlich. Ja, das macht das Ganze, finde ich, noch mal kraftvoller. Also, und das ist Teil dieser Wiederherstellung, die Jesus einfach tut. Also Jesus klagt sie nicht an, er guckt sie nicht irgendwie komisch an, er hebt nicht den Zeigefinger. Nein, selbst sogar öffentlich wertschätzt er sie als Person, ja, und hebt sie empor und holt sie raus aus diesem Schmutz und setzt diesen Weg der Wiederherstellung in ihrem Leben fort. Und das begeistert mich einfach, wie Jesus mit Menschen einfach umgeht. Ja? Wir sehen das auch in anderen Beispielen. Und ich habe so den Eindruck, dass überall da, wo Jesus Menschen begegnet ist, die um ihre Schwierigkeiten und um ihre Sündhaftigkeit wussten, da ist er ihnen vor allem in Liebe und Wärme begegnet. Und da, wo Menschen gesagt haben, bei mir ist alles okay, ja, ich bin gerecht vor Gott, die Pharisäer, denen ist er ziemlich heftig auch teilweise entgegengetreten, weil sie es wahrscheinlich ansonsten nicht verstanden hätten, dass sie auf dem Holzweg sind. Also Jesus wusste, wie er wem begegnen muss. Ja? Das ist so faszinierend. Und ich habe gerade eben, fiel mir noch so dieses Wort nochmal ein. Jesus tat das, was er den Vater tun sah. Ja, er war so in der Verbindung mit dem Vater, dass er gesehen hat, was für ein Mensch er vor sich hat und was für eine Geschichte dieser Mensch hat und was dieser Mensch wirklich braucht, damit etwas in seinem Leben aufbrechen kann und damit Veränderung geschehen kann. Und dann Vers 48, und er sprach zu ihr, also zu dieser Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Auch das nochmal, eine kraftvolle Proklamation, die Wiederherstellung bringt. Vers 50, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und gut möglich, dass sie weitere Begegnungen danach noch mit Jesus gehabt hat, die noch weiter Heilung in ihrem Leben gebracht haben, die Wiederherstellung noch weiter fortgesetzt haben. Aber ich glaube, was diese Verse deutlich machen, ist, das ist so faszinierend, dass schon diese Wiederherstellung schon begonnen hatte, als diese Frau in dieses Haus reingekommen ist und dass dann, während sie dort ist, weitere Wiederherstellung geschieht. Und also die Art und Weise, wie Jesus das tut, das ist einfach ja, faszinierend und bewegt mich einfach. Und Jesus hat das, ne, mit anderen Leuten eben auch getan. Zum Beispiel Jesus und Petrus ist auch so ein Beispiel. Johannes 21 nach der Wiederauferstehung, das Frühstück da am See. Und Petrus wusste, dass er gefallen war. Er wusste, dass er Jesus dreimal verleugnet hatte. Und er war nicht glücklich darüber. Ja? Er hat sehr damit gerungen und sich sicherlich Vorwürfe gemacht. Und Jesus wusste das. Petrus musste nicht nochmal hören, du hast mich ja dreimal verleugnet. Sondern bei Petrus war die Einsicht schon da und bei ihm war die Reue schon da. Und Jesus kommt mit dieser Frage, liebst du mich? Ja? Also er holt ihn genau auf dieser Ebene der Liebe ab und benutzt diese Situation, ist auch sicherlich auch nicht so ganz angenehm für Petrus gewesen, weil andere Jünger waren ja auch mit dabei, auch das geschah öffentlich, ja. Aber es hat Wiederherstellung in seinem Leben gebracht und war, glaube ich, für meine Begriffe, war es ein Schlüssel dafür, dass Petrus wirklich in seine Berufung reinkommen konnte. Und nicht umsonst sagt Jesus, Petrus, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Halleluja. Muss ich überlegen, ja. Also ich habe mir das in der Vorbereitung so gedacht, was für eine Gnade. Dieser enge Nachfolger von Jesus, der ihn dreimal verleugnet. Also wirklich etwas, was nicht so gut war, ja. Und Jesus sagt zu ihm, hey, ich stelle dich wieder her, ja, und auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist einfach gewaltig. Also es ist die Liebe von Jesus, die wirklich den Unterschied macht im Leben der Menschen. Und ich finde, es sind so zwei Aspekte, mit denen komme ich dann jetzt auch zum Schluss, die uns da einfach ermutigen dürfen. Das eine ist, wir alle haben, der eine mehr, der andere weniger, mit Zerbruch in unserem Leben zu tun. Wir alle brauchen irgendwann mal und auch immer wieder, ja, die Berührung von Jesus und brauchen Heilung und Wiederherstellung in unserem Leben. Und das ist einfach eine gute Nachricht, weil heute diese Geschichte zu lesen, weil im Kern des Dienstes von Jesus steht die Liebe. Ja, also das darf für dich Ermutigung sein. Wo auch immer du stehst, auch der du zusiehst und das hörst,
Jesus holt dich da ab, wo du bist. Und Jesus weiß genau, wie er mit wem reden muss. Und er weiß genau, wie seine Liebe in deinem Leben Fuß fassen kann und Wiederherstellung bringen kann. Aber es ist auch aus der Perspektive wichtig, wenn wir jemandem zum Beispiel dienen wollen in der Gemeinde. Ja? Seien es Brüder oder Schwestern oder auch wenn wir uns Menschen in der Welt, in unserem Umfeld zuwenden, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, dass im Kern dessen, was wir tun, die Liebe ist. Weil das ist das, was die Herzen der Menschen öffnen wird. Und ich möchte schließen mit zwei Versen noch aus dem 1. Korinther 13. Da sagt Paulus in den ersten zwei Versen, 1. Korinther 13, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte keine Liebe, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Und ich finde das, wie gesagt, wenn wir uns einem Bruder oder einer Schwester, die Schwierigkeiten hat, zuwenden und wenn wir da wirklich auch eine Aufgabe haben, dieser Person zu dienen, dann die Gaben, die Gott dir gibt, ja, und ich meine, hier lesen wir von manchen Sachen, ja, also dass man Geheimnisse, Erkenntnis hat, dass man Glauben hat, Berge zu versetzen. Gott gibt uns ja Gaben, damit die Gemeinde aufgebaut werden kann, damit Menschen wiederhergestellt werden können. Und das ist alles wichtig und das ist alles wertvoll und das sind Dinge, die Gott gibt und die wir auch einsetzen sollen. Aber wenn im Kern die Liebe nicht da ist, dann sagt das Wort Gottes, dann ist das alles nichts wert. Ja? Also das ist eine krasse Aussage. Ne? Und da müssen wir auch, und auch ich, uns nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn wir auch Mangel in unserem Leben oder in unserem Dienst auch für Jesus sehen, wo die Liebe vielleicht noch fehlt. Dann dürfen wir einfach dafür beten, dass diese Liebe wächst. Und genau das machen wir jetzt noch. Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort und dass du selbst das Wort bist und es verkörperst und dass dein Wort nie vergehen wird und dass dein Wort kraftvoll ist, Herr. Und auch ja, heute Morgen wirklich gesprochen werden soll, damit es, Herr, die Herzen erreicht, damit wirklich dadurch Leben geboren wird, Herr, dass wirkliche Veränderung in unseren Herzen geschieht und dass die auch ganz praktisch ihre Ausprägung findet, Herr. Wir danken dir so sehr für dieses Beispiel. Wir danken dir so sehr, Herr, von diesem Beispiel zu lesen in Lukas 7, Herr, wie du dieser Frau begegnet bist, Herr, wie deine Liebe sie erreicht hat, Herr. Ja, sogar bevor du überhaupt direkten Kontakt mit ihr hattest, Herr, hat sie einfach gehört oder hat gesehen, wie du bist, Herr. Und das alleine hat schon eine Wiederherstellung in ihr zur Geburt gebracht, Herr. Und wir danken dir einfach für dieses wunderbare Beispiel. Und Jesus, ich bete, dass wir heute Morgen verstehen dürfen, dass du jedem so begegnest, wie er oder sie es braucht, dass im Kern wirklich deine Liebe ist und dass das Ganze mit Freiheit ist, Herr, kommt, Herr. Ja, da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich danke dir, dass du uns deine Liebe und dass du uns Heilung und Wiederherstellung nicht aufzwingst, Herr, sondern dass du sie uns offerierst, Herr, dass du sie uns anbietest, Herr, dass du sie uns hinlegst, Herr, dass wir einschlagen dürfen in diese ausgestreckte Hand von dir, Herr. Dafür danke ich dir. Und ich bete, dass wirklich diese Liebe wächst, Herr, diese Liebe, die wir von dir her empfangen, dass wir da immer mehr Offenbarung drüber haben, Herr, dass die Liebe hin zu dir wächst, Jesus. Und wo die Liebe zu dir wächst, Herr, da wächst die Liebe zu deinem Reich und damit automatisch auch zu unseren Geschwistern. Und ich bete, Herr, dass da, wo wir unseren Geschwistern begegnen, Herr, wo auch immer wir stehen, Herr, mit all unseren Mängeln noch und all dem, was noch vor uns liegt, Herr, ich bete, dass wirklich im Kern, dass die Liebe für jeden Einzelnen wächst, Herr, dass wir lernen und von dir da freigesetzt werden und an die Hand genommen werden, Herr, dass wir einander in Liebe dienen, Herr, sei es innerhalb der Gemeinde oder sei es auch mit Blick auf Menschen, Jesus, die dich noch nicht kennen, Herr, aber die du hinzuziehen willst, Herr, dass auch hier im Kern ist, Herr, dass wir uns ihnen in Liebe, in Aufrichtigkeit, Herr, zuwenden. In Jesu Namen. Amen.